Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Mavic. Aber keine Sorge, das, was wir uns heute anschauen, ist sicherlich auch für andere interessant, zum Beispiel für Besitzer des Spark oder aber auch für Leute, die mal auf ihre Akkus genauer schauen. Denn wir werfen einen Blick auf die Seriennummer des Kopters und was sich daraus so alles herausorakeln lässt. Offiziell gibt es dazu von DJI nichts, aber die Community hat mittlerweile eine ganze Menge herausgefunden und das wollen wir uns heute mal genau anschauen. Hintergrund des Ganzen ist, dass es Vermutungen gibt, die Hardware intern im Mavic, die könnte geändert worden sein im Laufe der Revisionen, ohne dass davon irgendwas nach außen gedrungen ist. Und auch darüber wird natürlich fleißig diskutiert und spekuliert. Wir konzentrieren uns aber heute mal auf die Seriennummer. Klären wir als erstes mal, wo es die Seriennummer überhaupt zu finden gibt. Wenn ihr die Originalverpackung noch habt, einmal umdrehen. Auf der Rückseite steht hier SN und darunter in klein die Seriennummer. Ihr findet sie natürlich aber auch in der Drohne selber. Wenn ihr den Akku herausnehmt, dann steht hier unten die Seriennummer der Drohne. Apropos Seriennummer, die gibt es auch auf dem Akku zu finden und zwar da unten, wo so ein kleiner Barcode zu finden ist. Und jetzt schauen wir da mal ein bisschen genauer hin. Schauen wir uns die Nummer nun einmal genauer an. Bei mir steht dort 08QDDBF01204J und Y. Das Ganze klingt erstmal sehr kryptisch, aber das ist es nicht, denn dahinter verbergen sich einige Informationen. Die ersten drei Stellen 08Q, die dekodieren die Drohne, um die es sich handelt. 08Q bedeutet in diesem Fall also einfach DJI Mavic 1. Wenn ihr zum Beispiel dort eine 07D stehen habt, dann habt ihr vermutlich einen Phantom 4 oder im Falle des Spark steht da 0AS. Die vierte Stelle, die ist relativ unklar. In der Regel steht dort ein D. Es gibt aber auch Drohnen, dort steht dort ein C oder ein U. Das ist vermutlich eine Art Revisionsnummer. D bedeutet wahrscheinlich, dass es sich um das Release-Modell handelt, also um den Hardware-Stand, der bei der Veröffentlichung der Drohne Sachstand war. Und die anderen, wenn dort andere Buchstaben stehen, wie U oder C, dann könnte das darauf hindeuten, dass bei dieser Version kleine geändert wurden. Aber sicher ist das überhaupt nicht. Umso sicherer sind dann die nächsten drei Stellen. Die dekodieren nämlich den Produktionstag in Form von Jahr, Monat und Datum. Also, da haben wir zunächst die erste. Das ist bei mir ein D und D steht hier in diesem Fall für 2016. Steht dort ein C oder ein E, dann ist es 2015 oder 2017. Die nächste Stelle, die dekodiert dann den Monat in der Form, dass wir für Januar die 1 haben, für Februar die 2 und so weiter bis zum Oktober. Dort geht es dann weiter mit A, B und schließlich C für Dezember. Das heißt, dass hier in meinem Fall die D und B bedeuten, dass der Kopter im November 2016 hergestellt wurde. Und den genauen Tag, den können wir dann mit der nächsten Stelle ermitteln. Da steht bei mir ein F und das Ganze wird hier auf einer Basis eines 36er Zahlensystems und Buchstabensystems dekodiert und F bedeutet in diesem Fall einfach der 15. Also 15. November 2016 ist diese Drohne hier hergestellt worden. Wieder völlig unklar dagegen sind die nächsten vier Stellen. Bei mir steht da 0120, so wie bei vielen, vielen anderen Mavics auch, die es da draußen gibt. Bei Mavics mit der Revision U taucht dort oftmals 0010 auf. Beim Phantom 4 gibt es dort die unterschiedlichsten Zahlen, zum Teil 0A11 oder 0B13. Es ist wie gesagt völlig unklar. Einzige Vermutung hier, dort wird vielleicht irgendwie der Firmwarestand kodiert, der bei der Installation aufgespielt wurde, aber ob das so ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlicher sind dagegen die letzten drei Stellen. Dort ist es vermutlich so, dass
dort eine fortlaufende Produktionsnummer irgendwie hinterlegt wird mit der Zahlenbasis 36, also hexatrigesimal, wie man mathematisch sagt. Und wenn wir das mal uns hier anschauen bei meinem Mavic, da steht ja 4JY. Wenn wir das mal kodieren oder dekodieren, dann wären das einmal 34, 36 mal 19 und 1296 mal 4. Wenn wir die alle zusammenrechnen, diese Zahlen, dann kommen wir auf eine fortlaufende Nummer 5902. Und es könnte sein, dass mein Mavic der 5902. war, der an diesem Tag, in dieser Woche oder in diesem Monat das Werk verlassen hat. Aber auch das ist nicht so zu 100% sicher. Werfen wir auch noch mal einen Blick zum Vergleich auf eine Seriennummer vom Spark. Hier haben wir 0AS, das ist die Bezeichnung für den Spark. Dann kommt das D für die Revision, die Release-Revision. Und dann haben wir hier E5V, E steht für 2017, 5 für den Mai und V hier für den 29. Mai. Dann haben wir wieder 4 Stellen, die keine Bedeutung oder wo wir die Bedeutung nicht kennen. Das ist 0B10 und schließlich 0M3. Das M3, das dekodiert hier zu 795, also vermutlich der 795. Spark, der die Fabrik verlassen hat an diesem Tag, in dieser Woche oder in diesem Monat. Diese Seriennummern, die tauchen, wie ich bereits eingangs sagte, auch bei Akkus zum Beispiel auf. Hier an dieser Stelle ein Mavic-Akku, am Anfang die Bezeichnung 093 für den Mavic-Akku, dann Revision A und dann kommt DBA. DBA steht hier für 2016 November und der 10. Ja, und ihr seht auch, dass die beiden hier identisch sind. Das heißt, die wurden am selben Tag produziert. Nur die letzten drei Stellen sind anders. Das heißt, hier die Produktionsnummer, die fortlaufende Nummer ist anders. Soweit also mein Film über die Seriennummern hier beim Mavic bzw. bei vielen anderen DJI-Produkten. Nochmal der deutliche Hinweis zum Schluss, das ist natürlich nicht offiziell bestätigt so. Es sind lediglich Vermutungen, die allerdings aus der Community auch von vielen, vielen Leuten überprüft worden sind. Ich selbst habe vielleicht 2 Dutzend Seriennummern überprüft, auch von älteren DJI-Drohnen, das auch durchgerechnet. Und ja, ich denke, man kann relativ sicher sein, dass es so ist, wie hier geschildert. Aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Deswegen solltet ihr jetzt auch nicht hingehen und irgendwen verrückt machen, so nach dem Motto, ich habe meine Drohne im August gekauft, aber scheinbar ist die schon im Februar produziert worden oder sowas. Das kann halt immer mal passieren, dass eine Drohne auch ein paar Monate irgendwo auf einem Lager herumliegt. Das ist nichts, worüber ihr euch verrückt machen solltet. Ihr solltet lieber rausgehen und Spaß haben am Fliegen. Trotzdem ist es natürlich interessant, mal nachzuschauen, an welchem Tag die eigene Drohne produziert wurde. Ja, von daher hoffe ich, mein Film hat euch trotzdem gefallen und ich freue mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier endlich diesen YouTube-Kanal, damit ihr die kommenden Filme eben nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.